Made by heavy ball corner you. Oh ha. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon, zu einem weiteren Demo-Let's-Test von der Indie Arena Booth 2021 online mit dem Zwergenfürst Gamescom online. Und wir spielen jetzt das Spiel Kraken Academy. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Jo, ein weiteres Spiel, was ich gefunden habe in der Indie Arena. Auf geht's. Drücken E zum Starten. Starten ein neues Spiel. Auf geht's. Mit E. Okay. Normal und einfach. Einfach, würde ich sagen. Oder ja, als Noob jetzt als zum Anfang zum ersten ausprobieren. Dann ja, einfach. Hübscher kleiner Brokkoli. Im Wartebildschirm. Hör auf, dich zu beschweren. Wenn du dich erst eingelebt hast, wird es dir bestimmt gut gefallen. Verstehe einfach nicht, wieso Nadja in den coolen Club darf. Da sieht man ja, wer hier das Lieblingskind ist. Das stimmt nicht. Ich liebe euch beide gleich viel. Oh Gott, diese Dialoge. Fängt schon gut an. Man kriegt im Leben immer das, was man verdient, Brüderchen. Na toll, wenn das schon so startet. Viel Spaß, Herr Süßen. Ja, klar. Ich freue mich schon drauf, wenn du endlich erwachsen wirst und merkst, wie gut du es früher hattest. Also dann, tschüss. Tschüss, Mama. Ja. Uff, ich wünschte, du wärst auf einer anderen Schule. Das wünschte ich auch. Zumindest werde ich dir hier höchstwahrscheinlich nicht begegnen. Ich bleib auf dem Gelände der Theater AG. Der Ort, an dem nur die Reichen und Schönen willkommen sind. So ein Primitivling wie du schafft es da niemals hin. Aha. Würde mich nicht wundern, wenn sie hier keine Freunde findet. Das ist also die Kraken Academy. Sah in der Broschüre schön aus. Alles sieht in der Broschüre schön aus. Warum ist hier alles so runtergekommen und dreckig? Ich sollte kein vorschnelles Urteil fällen. Vielleicht ist es ja doch ganz nett hier. Ja, so viel dazu. Höhlenheini. Okay. Ja. Okay. Der Typ hat mein Handy geklaut. Kloppen, kloppen, kloppen. Prügeleien sind auf dem Schulgelände verboten. Kriminelles Gesindel. Was wird geklappt? Das Auto brennt. Brokkoli Girl, okay. Bin jetzt schon fern. Deine Uniform. Du bist auch in der Musik AG. Wir müssen uns beeilen. Der Unterricht startet. Jetzt! Komm mit. Okay. Folgen wir dem Brokkoli Girl. In die Krakenakademie. Warte mal, was? Kloppen! Mit Kloppen! Ich möchte an meinem ersten Tag wirklich nicht zu spät kommen. Ich schätze, die kommen klar. Ach, schade. Ich würde mit Kloppen. Mann, bist du langsam. Ich schicke dir eine Freundschaftsanfrage auf Kraken. Minus net, falls du dich verirrst. Okay, los geht's.
Ich war gerade ein bisschen gestürzt, dass das nicht Kraken.net heißt. Auf Kraken-Net geändert. Brokkoli Girl. Mag Spielzeug spielen. Mag nicht alter Liebe nachtrauern. Ah ja. Brokkoli Girl. Alter 16. Größe 74. Sternzeichen Schütze. Mag Schlagzeug spielen, mag nicht alter Liebe nachtrauen. Okay. Das Profil, der Moment, wenn jemand dich sieht und tut, als gäbe es dich nicht. Ja. Zwei Einträge zur Musik AG. Achso, das ist ja. Achso, das sind unsere. Das bin ich. Sternzeichen Widder. Kann ich einstellen oder was? Bin Jungfrau. Mag Lampen, Whiteboards, Backen, bin ich wirklich. Sternzeichen Jungfrau. Rühlen, Astronomie, Soße, Hollandaise, bitte was? Ich mag Käse. Mag nichts. Zylinder, Züge, Eulen. Schade, dass wir bei Markt nicht Züge eingeben können. Was mag ich denn nicht? Augen. Ich mag Supermärkte nicht. Sagen wir das. Können wir hier Züge angeben? Auch schade. Ich würde gerne, ich mag Züge angeben. Sehr schön. Ich bin auch 16, wie es ausschaut. Okay. Alles klar. So. Ah, das sind die. Das ist eine alte Telefonzelle. Ich möchte nicht telefonieren. Okay. Ich glaube, da ist er lang. Oh, Hallöchen. Was soll der Stacheldrahtzaun hier? Du willst da rein. Das macht 10.000 Schlotznix. Schlotznicki. Aber das sind meine ganzen Ersparnisse der letzten 10 Jahre. Tja, willst du zur Schule gehen oder nicht? Ja, also wollen, von wollen kann nicht die Rede sein. So viel bezahle ich ganz bestimmt nicht. Ich will nicht mal auf diese Schule gehen. Wie du meinst. Nimmst du dann also einfach in der freien Natur? Unser Höhlenheini hat bestimmt nicht noch ein Plätzchen für dich in seiner Höhle. Also das war der Höhlenheini, der hat bestimmt noch ein Plätzchen in seiner Höhle. Seine Höhle ist bestimmt sauberer als diese Schule. Aber was soll es, einverstanden? Ich habe wohl keine andere Wahl, also zahle ich. Was? Wie? Auf gar keinen Fall. Karte der Musik AG. Okay. Zugang zum Gelände der Musik AG, okay. Ich bin arm. Eine gute Ausbildung ist unbezahlbar. Wenn noch was ist, du findest mich südlich vom Markt. Bis dann. Ja. Was für ein Abzocker. Auf Karten bin ich nicht geaddet. Was? Sehr schön. Personal. Ist ja auch noch. Sternzeichen Zwillinge mag Tattoos. Mag gar nicht Konkurrenz. Kommt in Sticks Hütte vorbei oder lasst es. Ich finde euch. Seit 28. Nein, 16-Jähriger. 16-Jährigen hier diskriminieren. Ist das das Sicherheitssystem der Kartenakademie? Bitte zeige deine Karte der Musik AG, um Zugang zu erhalten. Hier bitte. Vielen Dank, Zugang gewährt. Wir haben dein Gesicht gescannt und uns Datenbank hinterlegt. Das Tor-System wird dich ab sofort automatisch erkennen. Was? Dem habe ich gar nicht zugestimmt. Okay. Gefällt mir. Musik AG. Käffchen trinken. Na, dann machen wir mal Musik. Gehen wir zur Musik AG. Hey! Vielen Dank! Aha. Hier hinein. Brokkoli Girl. Hier drüben. Wir sind fast da.
Na dann fangen wir mal die Brokkoli an. Oh Mann, die Lehrerin ist selbst zu spät. Wir hätten uns gar nicht so beeilen müssen. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wie heißt du? Eine ganz neue Schule. Das bedeutet, ich kann sein, wer ich will. Welcher Name würde mir gefallen? Sie weiß doch schon, wie ich heiße. Warum hat sie mich auf Dingens geedet? Welcher Name würde mir gefallen? Wie wär's mit? Zwergi. Heldenbanner. Zwergi. Ein bisschen alte Muttername, oder? Na, finde ich nicht. Wie auch immer, ich spiele Schlagzeug in der Musik AG. Welches Instrument spielst du? Also, ich will ja nicht angeben, aber in meiner alten Klasse war ich der beste Keyboard-Spieler. Mir wurde gesagt, wenn ich so weitermache, kann ich Profimusiker werden. Oh, echt? Wir können noch, Wir könnten noch wen für unsere Band gebrauchen. Konstantin, der Junge mit der Brille da drüben, spielt Bass. Wenn du mit ihm sprichst, darfst du nicht zu interessiert wirken, sonst hört er nicht auf zu labern. Wladimir, der Blonde da, Mr. Putin, ist unser Sänger. Die Mädchen sind alle verrückt nach ihm. Also ich natürlich nicht, obwohl er ja schon verdammt gut aussieht. Simona, das Mädchen mit dem graffen Hoodie, spielt Gitarre. Sie ist meine allerbeste Freundin. Sie meint nicht immer alles, was sie sagt. Sie ist manchmal etwas. Jo, Kleine. Okay. Hast du eine Spielkonsole dabei? Wir könnten noch eine Runde Witch Princess Battle spielen, bis die Lehrerin kommt. Wer ist denn der Trottel? Ist das der Neue? Sag nicht, dass der jetzt frühere Handlangerin vom kranken Kraken ersetzt. Was soll das bedeuten, Handlanger vom Kraken? Ja, bärmliche Lakai, der alles macht, was der Kraken verlangt. Nur um nach ein paar Tagen den Aufpass zu kriegen. Psst! Mach ihm doch keine Angst, Simona. Das ist doch alles nur Gerüchte. Also, wegen der Spielkonsole. Ich habe sie dabei, aber meine Batterien sind fast leer. Zwei, könntest du gucken, ob du hier welche findest? Solltest eh mal rumgehen und alle ein Hallo sagen. Okay, Batterien suchen. Im Mülleimer vielleicht. Freunde finden. Du stöberst im Bücherregal herum. Hier ist eine Menge Kram, der nicht in ein Bücherregal gehört. Batterien gefunden, dachte ich mir. Hier stehen verdammt viele Beziehungsratgeber. Hallöchen. Hey, euer. Würdest du sagen, du bist woke? Was zum... Wie schön, endlich jemand, der seinen Kopf benutzt. Was denkst du also über die großen Limonadenhersteller? Nicht zu fassen, dass die sich in unsere Handys hacken. Sie können jede einzige Nachricht mitlesen. Und warum sollten das ausgerechnet Limonadenhersteller machen? Denk doch mal nach. Das ist ja das Clevere daran. Hier verdächtigt doch keiner. Kustadin, Verschwörungstheoretiker. Ja, da steht sogar. Mag Verschwörungstheorien. Der Querdenker in der Klasse. Alter, 17, Größe 1,62. Mag Verschwörungstheorien. Mag nicht Schlafschafe. Ach du Scheiße. Und damit bin ich raus. Ach du Schande. So einer also. Querdenker. Die wird mit so 5G, und mit den Masken wollen sie uns alle testen, die wollen uns unsere Kinder wegnehmen und unsere Arbeit, unsere Kinder, die unsere Arbeit verrichten. Wladimir. Ja, warum nicht? Achso, ich habe schon eine Frage beantwortet, na toll. Das Geschmack,
Die Aufnahmegebühr beträgt 100 Shot, ja, Währung. Dann wöchentliche 50 Slots. Slotinski. Ja, Mentitzgebühr. Dafür gibt es dann zwei Fotos mit meinem wundervollen Gesicht drauf. Ja. Ich habe kein Geld. Was? Dann verschwende nicht meine Zeit. Auf Kranken-Netz. Geedet. Vladimir. Das mag sein, ein Fanclub. Club mag nicht ignoriert werden. Das ist so eine. So Klischee-Typen hier. Finde ich gut. Sprich mich nicht an, du Pfeifer. Geh weg. Simona. Mag Giraffen. Mag nicht dich. Ja, sehr schön. Schön, dich kennenzulernen. Okay, ich habe Batterien. Schon Batterien gefunden? Wenn du sie in deinem Inventar ausrüstest. Okay. Musst du mir geben. Okay, ja. Wie komme ich hin zum Inventar? Inventar. So nicht. Ist auch nicht. Ah, doch so. Mit R. Inventar. Batterien. Sehr schön. Und jetzt können wir hier. Hier bitte. Passen die? Oh, danke, Zwergi. Unglaublich, dass du hier tatsächlich welche gefunden hast. Oh, da kommt die Lehrerin. Sachsen, alle! Ich bin Frau Petrova und ich dulde in meinem Unterricht keine Vollpelze. Und glaubt mir, ich erkenne einen Vollpelz, wenn ich einen sehe. Ihr seht mir wie ein ganzer Haufen Vollpelze aus. Krass. Ich war früher Opernsängerin auf den großen Bühnen und jetzt habe ich einen Haufen Taugenichts am Hals. Ach so, eine also. Ich hatte früher mal eine Schülerin, die war genauso voll wie ihr. Sie ließ sich einfach nicht belehren, also haben wir sie in die Wälder gejagt. Seitdem hat sie keiner mehr gesehen. Das heißt, sie hätte den Bären dort angeschlossen. Ihr wollt doch wohl nicht das gleiche erleben. Okay, Kinder, dann wird es wohl Zeit für eine Klassenarbeit, um herauszufinden, wer von euch in den Wald gehört. Mich interessiert besonders, wie unser Neuankömmling hier abschneidet. Ist er ein Vollpelz? Das ist mein erster Tag und schon wird es mir damit gedroht, dass man mich in den Wald oder im Wald aussetzt. Ich wette, meiner Schwester geht es besser. Erste Frage. In welcher Tonart hat Beethoven seine Klaviersonate Nummer 13 komponiert? Das Spielen eines Minispiels kannst du den Ausgang einer Unterhaltung beeinflussen. Was? Okay. Aber dir genug Punkte, um die Anzeiger zu erfüllen. Kleine Kreise. Drücke R, wenn du den Zielpunkt sich in die Mitte des Balkens befindet. Genossen. Ich tippe mal auf S-Dur. Korrekt. Nächste Frage. Wie hieß Mozarts Lieblingsente? Bitte was? Ente? Entchen? Das ist korrekt. Letzte Frage. Was waren die letzten Worte meines Ehemannes, ehe er mich verließ? Bitte was? Weiß nicht, hat er vielleicht gar nichts gesagt? Korrekt. Er hat mir einfach ein Peace-Zeichen gezeigt und ist auf und davon. Sehr gut. Hier ist deine Belohnung. 100 Flaschen. Gib nicht alles auf einmal aus. Frau Petrova, ich habe Ihnen wiederholt verboten, wieder herzukommen. Raus mit Ihnen. Ja, sehr schön. Das Spiel gefällt mir. Tut mir leid, Frau Petrova ist etwas speziell. Sie wurde vor 20 Jahren gefeuert, aber sie kommt immer wieder, um zu unterrichten. Ich liebe dieses Game. Das ist so, das ist ein einziges Meme, dieses Spiel. Es ist großartig. Schräg. Ich bin Frau Marco und werde euch eine Musiktheorie unterrichten. Mhm.
Mein Schlafrhythmus ist am Wochenende völlig durcheinander geraten. Ich bin es gewöhnt, bis mittags zu schlafen. Also mache ich jetzt einfach ein Nickerchen und ihr macht ein paar Übungen auf den Zetteln da, ja? Im Ernst? Nicht so laut, Giraffenmädchen. Oho, du hast mich noch gar nicht laut werden hören. Soll ich mal zu dir rüberkommen und laut sein? Simona! Wie soll ich denn dabei schlafen? Simona! Hey, Brokkoli Girl! Ja, Frau Petrova hat mir diese Flaschen gegeben. Was soll ich denn damit anfangen? Ach ja, du bist ja neu hier. Vor dem Klassenzimmer steht ein Pfandautomat. Da kannst du sie abgeben und kriegst ein paar Stotinki dafür. Und tust gleichzeitig was Gutes für die Umwelt. Diese Schule hat sich das überlegt, weil hier früher so viel Plastikmüll rumlag. Du meinst, es war früher schlimmer? Ja, viel schlimmer. Jetzt ist es doch schön aufgeräumt, oder? Und sauber, oder? Ach ja. Hier, du kannst diesen Baseballschläger haben. Ich habe die Befürchtung, den werde ich noch oft genug gebrauchen. Damit kriegst du die Spinde und Mülltonnen klein und kannst noch mehr Flaschen finden. Okay. Das klang gerade wie Cold Mirror. Ein bisschen. Frau Petrova. Mag Opern, mag nicht Spaß. Charakterinfo. Alter 67. Größe 1,62. Mag Opern, mag nicht Spaß. Sternzeichen Löwe. Ehemaliger Star der Grand Opera. Wer nicht alles gibt, kommt in den Wald. Ich liebe es. So. Okay, Pfandautomaten. Ich bin der Pfandautomat 500. Möchtest du eine Flasche abgeben? Ja, Pfand wird berechnet. Du hast 100 Flaschen abgeben und dafür 100 Stotinski erhalten. Danke, dass du mir hilfst, die Umwelt besser zu machen. Wir unterhalten uns noch ein bisschen. Hey, Pfandautomat. Eine Pfandflasche in Ehren kann niemand verwehren. Das funktioniert wohl nicht richtig. Möchtest du eine Flasche abgeben? Okay, nicht unterhalten. Komm bald wieder und tu Gutes für die Umwelt. Speicher-Snack-Automat. Sehr schön. Willkommen beim wundervollen und komplett patentierten Speicher-Snack-Automaten der Speicher und Co. KG. Jetzt mit 10% weniger Aluminium. Was willst du kaufen? Ja, Speicher-Snack. Initialisiere. Ja, vielen Dank für den Appetit. Ach, der hat nur ein Ding gekostet. Wir zerstören die Spinde von anderen. Sehr schön. Hier nochmal ein Speichersnack. Sehr gut. Na dann. Super. Komm, ich zeig dir unser Zimmer. Haben wir nicht eigentlich gerade Unterricht? Ach komm schon, die merkt doch nicht, dass wir weg sind. Die merkt doch eh nichts. Warte hier noch ein paar Spinde. Mülleimer. Jetzt kann ich die restlichen Pfandflaschen wahrscheinlich noch abgeben, oder? Die wir noch finden. Randale. Yippie. Abgeben, Pfand wird berechnet. Yay, Geld. 69. Zwecki, die Zimmer sind hier drüben. Aha. Hier drin? Neben verfallenen Gebäude? Und weiter Mülleimer. Er braucht schon Mülleimer. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Das hier ist deins. Ist ein bisschen leer. Das sollten wir ändern. Hier ist ein kleines Willkommengeschenk. Das Bett von Brokkoli Girl wurde zum Inventar hinzugefügt. Ist bestimmt aus Cannabis Wolle gemacht. Aus Cannabis. Ja, was auch immer das. Brauchst du das nicht selbst? Nee, passt schon. Ich benutze keine Betten mehr. Ich schlafe jetzt lieber in der Erde.
Na los, stell es in dein Zimmer auf. Okay. Schreibtisch, Teppich, Poster, Wand, Bett. Ja, sehr hübsch. Haben wir nix? Natürlich nicht. Perfekt. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so deprimierend aus. Baba Todorka verkauft auf dem Markt jede Menge Sachen für dein Zimmer. Sollst unbedingt mal bei ihr vorbeischauen. Übermorgen gibt es diese super coole Kostümparty in den verlassenen Wohnräumen. Mein Ex kommt auch, was ein Problem darstellt. Aber ich werde versuchen, nicht allzu viel zu verhindern. Die ganze Musik-AG wird da sein und wir haben auch einen Auftritt. Du musst unbedingt kommen. Puh, ich hasse Partys, aber ich könnte wohl mal kurz vorbeischauen. Ja, bitte komm. Du brauchst allerdings ein Kostüm. Du könntest am Teich gucken gehen, da schmeißen die Leute ständig ihren Krempel weg. Vielleicht liegt da irgendwo noch eine Tüte, die dir um den Kopf stülpen kannst. Nimm den Ausgang im Südwesten des Hauptplatzes. Guck auf deine Karte, wenn du dich verlaufen hast. Erstmal schlafen gehen. Bin ich müde. Okay, aber ich würde die Demo-Version und diesen Test an dieser Stelle beenden. Auch wenn es jetzt bestimmt hier noch einiges Lustiges gibt. Ich würde mal sagen, das soll es für diesen letzten Test gewesen sein. Ja, ich werde es mir bestimmt mal irgendwann mal kaufen und irgendwann mal streamen oder mit Let's Play spielen. Ich finde es großartig. Das ist ein einziges Meme. Es ist nicht ernst zu nehmen, gut, aber es ist halt. Ich würde es nicht als gutes Game betiteln, aber es macht halt einfach Spaß. Es ist halt einfach dieser Meme-Charakter. Es ist halt einfach großartig. Ich mag's.